Kanal und zu einem neuen DIY-Video vom Inspiration Month, nachdem ich letztens sehr viele Kommentare bekommen habe, wo drin stand, dass viele von euch gerne mehr Tumblr-DIYs haben wollten, habe ich mir gedacht, ich zeige euch mal ein paar Tumblr-Room-Decor-Ideen. Und ja, ich würde sagen, fangen gleich an. Also ganz viel Spaß beim Zuschauen und let's go! Und dann fangen wir auch schon mit dem ersten DIY an. Und bei diesem DIY habe ich mich von den American Apparel Tüten inspirieren lassen, weil ich die mega cool finde. Ihr könnt natürlich auch andere Tüten nehmen oder Zitate und so weiter. Auf jeden Fall braucht ihr für dieses DIY jetzt die American Apparel Tüte und ein Skalpell. Und der erste Schritt ist super einfach, dauert aber wirklich sehr lange. Und zwar müsst ihr einfach jeden einzelnen Buchstaben rausschneiden. Wie gesagt, ihr könnt natürlich auch andere Dinge nehmen und die ausschneiden. Das muss nicht unbedingt diese Tüte sein, aber das soll einfach eine Inspiration für euch sein. Das hat jetzt circa 2 bis 3 Stunden gedauert. Und ich habe, glaube ich, das Beyoncé-Album 2-mal durchgehört. Also falls ihr auch vorhabt, die American Apparel-Tüte auszuschneiden, solltet ihr circa 2 Stunden einplanen. Aber das Ergebnis lohnt sich am Ende auf jeden Fall. Wenn ihr dann alles ausgeschnitten habt, könnt ihr es auch schon dort drauflegen, wo ihr es am Ende haben wollt. Ich habe mich jetzt für Glas entschieden und dann habe ich einfach Kreppband genommen und es befestigt und umrum habe ich noch Zeitung hingelegt, damit nicht überall die Sprühfarbe raufkommt. Denn der nächste Schritt ist, alles anzusprühen und das müsst ihr dann circa 1 bis 2 Stunden trocknen lassen. Und dann habe ich einfach wieder alles entfernt und dann habe ich es einfach in einen Bilderrahmen reingetan. Und Leute, ich finde, das sieht super cool aus und ihr werdet auch einen schwarzen Hintergrund sehen mit weißen Streifen. Die weißen Streifen habe ich nachher noch dazu gezeichnet, weil ich einen schlichten schwarzen Hintergrund etwas langweilig fand. Und ja, so sah es dann aus. Dann machen wir auch schon weiter mit der nächsten DIY-Idee und die ist wirklich super einfach und sieht mega cool aus und dafür brauchen wir zum einen Polaroid-Bilder und an der Stelle auch ein Dankeschön an Clixi, denn sie haben es mir ermöglicht, dass ich euch den Code DIMSU geben kann und damit bekommt ihr 5 Polaroid-Bilder bzw. 5 Euro Rabatt bei anderen Produkten. Und ja, für dieses DIY braucht ihr also auf jeden Fall Bilder, außerdem noch diese Klammern hier. Ich verlinke euch mal einen Link dazu in der Infobox, die bekommt ihr online, ich habe sie jetzt vom Bastelgeschäft gekauft. Und zu guter Letzt braucht ihr einfach nur noch einen Kleiderbügel und das einzige, was ihr bei diesem DIY machen müsst, ist einfach die Klammern am Kleiderbügel zu befestigen, was super einfach geht, weil die Klammern so eine Öffnung haben. Und im nächsten Schritt könnt ihr auch schon eure Polaroid-Bilder nehmen. Ich habe mich jetzt für diese 6 hier entschieden. Die sind teilweise aus meinem Instagram-Account und einige sind auch von Tumblr. Ihr könnt auch Bilder von euren Freunden nehmen, von eurer Familie oder vom letzten Urlaub und so weiter. Und die müsst ihr einfach an den Klammern befestigen und schon ist dieses DIY fertig. Bei der nächsten DIY-Idee geht es darum, Poster zu gestalten. Ich habe diese Poster jetzt mit der App Flexi-Fotos gestaltet. Ich verlinke euch mal die App in der Infobox. Ich habe mich dazu entschieden, 3 gleich große Poster zu gestalten mit dem Zitat Travel the World. Und eigentlich geht das Gestalten ganz einfach. Ich habe einfach ein Bild genommen und darüber habe ich einfach einen Filter gesetzt. Dann habe ich noch ein paar Effekte drüber getan und so weiter, einfach damit es cooler aussieht. Und zu guter Letzt einfach nur noch Text hinzugefügt. Und das habe ich einfach 3-mal gemacht mit 3 verschiedenen Bildern und die einfach bestellt. Und ja, dann kommen sie auch schon an und das Einzige, was er machen muss, ist einfach die Rückseite abzuziehen. Und das Coole ist, dass sie selbstklebend sind. Ihr seht es ja gerade, ich brauche kein Washi-Tape oder kein Kleber und so weiter. Sie haften einfach so an der Wand dran oder auch an anderen glatten Oberflächen. Und man kann sie natürlich immer wieder abmachen und woanders dranhängen und so weiter. Und ja, schon ist auch dieses DIY fertig. Und dann kommen wir schon zum letzten DIY von diesem DIY-Video. Und dafür braucht ihr zu Beginn erstmal eine Vorlage von einem Pfeil. Ich habe das jetzt schon mal vorgezeichnet. Außerdem noch Pappe und einen Stift. Und im ersten Schritt müsst ihr erstmal die Vorlage auf die Pappe zeichnen. Und anschließend braucht ihr ein Skalpell. Seid also hier auf jeden Fall sehr vorsichtig. Denn jetzt müsst ihr den Pfeil, den ihr gerade gezeichnet habt, ausschneiden. Und das solltet ihr dann am Ende haben. Und
Und im nächsten Schritt brauchen wir Farbe. Und wahrscheinlich denkt ihr euch jetzt, warum malst du einen schwarzen Pfeil mit schwarzer Farbe an? Die Farbe, die ich gerade benutze, ist Kreidenfarbe. Das heißt, wenn sie trocknet, kann man mit Farbe da drauf zeichnen, was ich cool finde, denn so kann man den Pfeil immer wieder anders gestalten. Und ja, ich habe dann also einfach den ganzen Pfeil damit angemalt und es 30 Minuten trocknen lassen. Und anschließend habe ich ein schwarzes Band genommen und es einfach mit Heißklebepistole auf der Rückseite befestigt. Und dann war auch schon dieses DIY fertig und ich habe zwei Varianten gemacht. Also ich habe einmal eine Variante gemacht, wo ich etwas draufgeschrieben habe, aber weil meine Schrift etwas hässlich ist, habe ich mich dann doch dafür entschieden, lieber eine Collage da drauf zu machen. Und so sah es dann aus.